herzlich willkommen zur 38. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Normalerweise beginnt die Show um 16 Uhr. Normalerweise beginnt die Show am Donnerstag um 16 Uhr. Heute am Dienstag, weil, wie vielleicht der oder die eine oder andere von euch weiß, ich habe diese Woche eine LinkedIn-Seminarreihe laufen. Es sind offene Zoom-Webinare gehostet von der Gründer Academy der Stadt Graz. Habe mich sehr gefreut. Gestern und heute waren jeweils über 80 Teilnehmerinnen dabei. Und ja, am Donnerstag am Vormittag habe ich meine Vorlesung und deswegen findet das Webinar da am Nachmittag statt. Und daher die Sendung verlegt. Warum aber um 5 nach 4? Weil natürlich OBS Studio, das sonst nie abstürzt, ausgerechnet heute beschlossen hat, exakt 2 Minuten vor der Sendung. Ja, man muss flexibel bleiben. Pannen gehören auf Livestreams ebenso dazu wie im richtigen Leben. Ganz und gar nicht gepflastert mit Bannen ist die digitale Kommunikation des Würth-Konzerns. Gerade erst vor einigen Wochen, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ging das Bild des Konzerngründers durch die sozialen Medien, wo der Professor Würth eben gemeint hat, 90% des Unternehmenserfolgs liegen am Vertrieb. Die IT macht ein bisschen was und der Rest ist kaum relevant. Er kommt natürlich aus dem Sales, aus dem Vertrieb, also sehr provokanter Spruch. Auf jeden Fall eine ausgesprochen imposante Gründerpersönlichkeit. Und den Head of Digital Communications von Würth Electronic, das ist eine der Business Units, die Firmengruppe besteht aus insgesamt über 400 Unternehmen. Christopher Becht spricht mit mir über die digitalen Strategien von Würth, über Erfahrungen aus der Praxis und ich denke, was für viele von euch ganz besonders spannend ist, über die Influencer-Zusammenarbeit. Würth Elektronik stellt ein Produkt her, das vorerst mal nicht super sexy ist. Das sind elektronische Bauteile, Sensoren, Platinen, auch Custom-Made. Das sind Teile, die in anderen Geräten verbaut sind, mit denen man als Konsument also keinen direkten Kontakt hat, also sehr B2B. Würth Elektronik hat aber viele Partnerschaften laufen, Sponsorships in der Formula E, also in der Elektro-Rennserie. Und sie arbeiten auch mit Influencern, beziehungsweise ganz besonders mit einem Influencer zusammen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr spannender Praxis-Case für viele, die sich auch überlegen, wie kann ich im B2B-Bereich mit Social Media umgehen. Also freut euch auf ein ausgesprochen spannendes Gespräch mit Christopher Würth. Christopher Becht. Von Würth Elektronik. Bevor wir zum Interview kommen, aber zuerst noch heute fragt den Richie und da habe ich eine Frage aufgegriffen aus dem Webinar von heute, die auch immer wieder auftaucht. Da geht es um die Infoboxen am Profil. Ich habe einen Hack der Woche für euch und abschließend gibt es natürlich die Status-Updates der Woche. Also ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Herz, gebt mir ein was soll das, was auch immer. Interaktionen, Reaktionen, Kommentare, Fragen, sehr, sehr geschätzt hier. Und ich habe auch eine ganz besondere Ankündigung für euch. This is a first time exclusive und verdient deshalb auf jeden Fall den Disco-Kugel-Hintergrund, wenn nicht sogar die Piratenflagge. Ich habe es vorher schon erwähnt, immer am Donnerstagvormittag von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr halte ich meine Social-Media-Einführungsvorlesung an der Universität Wien. Die wird über Twitch gestreamt und ich stelle sie dann auch öffentlich auf YouTube. Am 14. Mai habe ich einen ganz besonderen Gaststar. Und zwar wird bei mir in der Vorlesung Dr. Natalia Wichowski, ihres Zeichens LinkedIn-Einhorn und wohl die bekannteste und erfolgreichste Personal Branding-Expertin, einen Gastvortrag halten. Wir werden über Zoom plaudern. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und ich werde diesen Gastvortrag auch hier live auf LinkedIn streamen. Wenn ihr darüber am Laufenden bleiben wollt, dann abonniert am besten meinen Newsletter unter datenschmutz.net/newsletter. Ich freue mich sehr drauf. Es ist ja ein durchaus herausforderndes Semester, das komplett virtuell abläuft. Ich habe normalerweise in meiner Vorlesung immer face-to-face Gastvortragende. Wollten wir in diesem Semester auch machen. So wird es eben der meines Wissens erste Gastvortrag in einer Online-Vorlesung. Ich freue mich sehr drauf und natürlich gerade bei einer Social-Media-Vorlesung bietet es sich natürlich auch an, die Services, über die man spricht, auch in der Praxis einzusetzen. Wenn ihr dabei sein wollt, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich werde es auch noch ankündigen. Am besten Newsletter abonnieren. datenschmutz.net/newsletter.
Und damit wieder zurück zu unserem normalen Hintergrund. Naja, andererseits, was ist in dieser Show denn schon normal? Das fragen sich viele. Gar nichts ist normal. Die LinkedIn-Show mit Datenschmutz ist die einzige B2B-Talkshow im Dachraum, die einzige wöchentliche. Und manche behaupten, die beste, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und zuseht. Und ja, ich freue mich ganz besonders über Kommentare, auch über Fragen. Und damit kommen wir zum angekündigten Brav meine Stretching-Übungen gemacht, aber die Stuhllehne ist immer noch im Weg. Frag den Richie, wie gesagt, heute ein Thema, das im Webinar aufgekommen ist. Und zwar, sag, wie hältst du es mit den Infoboxen? Durchaus eine der Gretchenfragen auf LinkedIn, was ist gemeint mit diesen Infoboxen? Wenn ihr euch euer LinkedIn-Profil anschaut oder wenn ihr einen Blick drauf werft, der, ich behaupte mal, in mehrfacher Hinsicht sowohl für die Suche als auch einfach für den ersten Eindruck, für den ersten Blick. Ganz besonders wichtiger Bereich ist dieser sogenannte Above Default, also dieser Teil einer Webseite, den man sieht, bevor man runterscrollt. Und da gibt es die Möglichkeit, zwei Infoboxen anzulegen. Das sind diese grauen Dinger hier, die haben unterschiedliche Funktionen. Die eine Infobox dient der Jobsuche. Da kann man angeben, für welche Positionen, für welche Dienstverhältnisse, in welchem Umkreis man sich interessiert. Und die andere Box, die ihr hier bei mir seht, die heißt LinkedIn Marketplace und die dient dazu, Services anzubieten. Wenn ich jetzt beispielsweise nach SEO hier in der Suche dann bekomme ich, das ist mein Vorführeffekt. Oder es gibt gerade ein Update. Sollte hier demnächst als eigene Kategorie auftauchen. Ich glaube, es wird derzeit nur in der People-Suche berücksichtigt. Aber der Punkt ist, mit dieser Box hier, die Hauptfunktion ist, dass das Profil damit open wird, dass man kontaktiert werden kann. Normalerweise, wenn ihr keinen Premium-Account verwendet, mit einem kostenlosen LinkedIn-Profil, kann man nur Personen schreiben, mit denen man vernetzt ist, aber es können auch nur Personen einen selber anschreiben. Dieses sogenannte Open Profile, das man also erlaubt, von jeden LinkedIn-Nachrichten zu bekommen, das war ein Feature der Premium-Version. Und wenn ihr diese Box hier einfügt, ich klicke mal auf Editieren, dann gibt es hier mit dieser unteren Checkbox die Möglichkeit, Allow LinkedIn-Members you're not connected with to message you for free. Also damit können euch auch Personen, mit denen ihr nicht vernetzt seid, Anfragen schicken. Sehr, sehr sinnvoll und wichtig für Dienstleister. In den USA betreibt LinkedIn schon länger unter der eigenen Domain profinder.com einen Marktplatz für Freelancer und ich nehme mal an, diese Box ist sozusagen der Vorläufer davon, der dann wohl auch, wo die Daten wohl auch rangezogen werden, wenn LinkedIn mal hier in Europa mit so einer Datenbank beginnt. Das ist also die eine Sache, kann man natürlich auch öffentlich anzeigen. Ihr könnt hier bis zu 10 Services eintragen aus einer vordefinierten Liste. Wie gesagt, der Ort und ja, ob man auch bereit ist, remote zu arbeiten, momentan eine sehr, sehr gängige Arbeitsform. Die zweite Box hat eine andere Funktion, sie dient der Jobsuche und aktivieren kann man beide hier über diesen blauen Button, mit dem ihr Profile Sections hinzufügt. Die Boxen finden sich im Bereich Intro. Wenn ich hier draufklicke, zeigt er mir nur die eine an, weil die andere habe ich ja schon angelegt. Wenn ich jetzt hier auf Plus klicke, von der Systematik her recht ähnlich, man muss mindestens einen Jobtitel angeben, zum Beispiel Human Resources Spezialist, ich kann auch mehrere hier nehmen, gibt wiederum eine gewünschte Joblocation an, auch mehrere angeben, die Art des Beschäftigungsverhältnisses, eben Fulltime, Teilzeit und so weiter und hier die Auswahlmöglichkeit, ob man diese Box allen LinkedIn-Mitgliedern, also jedem, der das Profil besucht, anzeigen möchte oder eben nur Recruitern. Das heißt, wenn ich das hier auf nur Recruiter stelle,
Dann ihr könnt auch nachschauen auf meinem Profil. Frag LinkedIn, ob ich auch noch zu diesen angegebenen Tätigkeiten Benachrichtigungen aktivieren möchte. Und ich habe dann hier diese zwei Boxen. Und eben wie gesagt, bei den Providing Opportunities, die hat zwar diesen Public-Umschalter, aber da gibt es keine zweite Option. Ist ja auch, richtet sich ja auch an die Öffentlichkeit. Und hier eben kann man sich aussuchen, sicherlich sehr, sehr interessant für viele, die noch beim aktuellen Arbeitgeber angestellt sind, aber einen Jobwechsel anpeilen. Hier kann man sich eben aussuchen, diese Box nur Recruitern anzuzeigen. Ja, also das sind diese beiden Infoboxen, je nachdem, was ihr vorhabt. Ist natürlich möglicherweise auch für Freelancer eine interessante Möglichkeit, sich für Part-Time-Jobs zu bewerben. Ich persönlich würde allerdings eher weniger empfehlen, beide Boxen zu verwenden, sondern sich für eine der beiden zu entscheiden. Und wenn ihr die wieder entfernen wollt, dann klickt ihr einfach auf I am no longer open, delete, and the box is gone. Zwei Elemente, die gar nicht so bekannt sind, die noch bei weitem nicht alle Nutzer verwenden. Ich habe heute im Webinar auch erfahren, dass noch nicht alle Accounts diese Funktion haben. Die Jobbox ist bei jedem freigeschalten. Die Services, die Providing Services, die Marketplace-Box sollte für alle LinkedIn-Nutzer spätestens bis Ende Mai verfügbar sein. Manchmal sind die etwas hinterher beim Ausrollen von Features und neue Features werden ja meistens nicht für alle Nutzer zum selben Zeitpunkt X freigeschalten, sondern eben nach und nach ausgerollt. Mehr dazu auch im Hack der Woche, wo es ebenfalls um so ein neues Feature geht, das Britta entdeckt hat, das ich auf meinem Profil aber beispielsweise noch nicht freigeschalten habe. Hat also auch recht wenig zu tun mit Followergröße oder so. Nach welchen Kriterien hier die Ausrollung erfolgt, das weiß eben wohl nur LinkedIn. So viel also zur Frage der Woche. Wenn ihr etwas von mir wissen möchtet, datenschmutz.net/LinkedIn-Show, da gibt es ein Formular, könnt ihr eure Fragen entweder mit Name oder anonym stellen oder ihr schickt mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Ich habe selbstverständlich ein Open Profile, also ein offenes Profil. Liebe Roswitha, herzlich willkommen. Was musst du machen? Es zeigt bei mir noch einen alten Arbeitgeber in der Infobox an. Ich habe schon vieles versucht, leider ohne Erfolg. Du meinst in der Jobsuche-Infobox, das wäre, ich glaube, du kannst das ändern über die Reihenfolge der Jobs, aber da schreibe ich dir nochmal extra, deswegen muss ich im Zweifelsfall, wenn es wirklich eine Fehlfunktion ist, dann kann man das auch relativ schnell über einen LinkedIn-Support lösen. Übrigens, es ist so cool, Restream, der Streaming-Service Restream unterstützt mittlerweile auch das Zurückspielen von Kommentaren in OBS, was bei Facebook schon länger funktioniert hat. Das heißt, ich muss nicht mehr zwischendurch aufs Tablet schauen, sondern kann da ganz gemütlich mitlesen. Also ein ganz hervorragender Grund, falls ihr Fragen habt, nicht zögern. Ich werde mich bemühen, sie nach bestem Wissen und Können zu beantworten. Bärbel fragt, ich habe meine berufliche Vergangenheit angegeben. Das sorgte sofort dafür, dass ich jetzt als Veranstaltungsdienstleister gelistet bin und nicht mehr als Texterin. Was tun? Das kannst du selber beeinflussen. Du kannst auch bei der Providing Services jederzeit hier draufklicken und Fähigkeiten, die du bereits angegeben hast, hier auch wieder rausnehmen. Also beispielsweise die Veranstaltungsdinger rausnehmen und stattdessen eben nur die Texter-Skills oder die Dinge, die du eben aktuell anbieten möchtest, eintragen. Liebe Petra, hallo, die zweite Box. Du kannst beide Boxen hinzufügen über dieses Add Profile Section. Wenn du hier draufklickst, mit diesem Plus-Symbol fügst du die Box hinzu. Löschen kannst du sie dann wiederum mit dem Editieren-Button. Hallo Jürgen, ja, Jürgen Höbert, Profi natürlich, Online-Profi, bemerkt sofort die überdurchschnittliche Greenscreen-Eignung meiner Frisur. Ja, wir Livestreamer wissen eben, wie man das macht. Stimmt's? Ja, sicher. Absolut. Kollege Engin, stimmt mal zu, derzeit heftig verwickelt oder beschäftigt mit den Vorbereitungen fürs LinkedIn-Dach TV Barcamp am 2. Mai, auf das wir uns alle schon sehr, sehr freuen. So, und damit kommen wir zu einer Rubrik, die es schon seit
einigen Sendungen nicht mehr gegeben hat. Hack der Woche. Es gibt zwar sehr häufig neue Features, aber doch nicht ganz im Wochentakt. Ich habe es vorhin bereits angesprochen. Die dunkle Seite des Mondes. Nicht alle Nutzer bekommen alle Features zur selben Zeit. Bei diesem Feature, hier im konkreten Fall, handelt es sich, so hilft die Frisur auch nichts, wenn die Kamera falsch eingestellt ist, bei diesem Feature handelt es sich um eine ganz neue Möglichkeit, Status-Updates am eigenen Profil zu showcasen, wie es auf Englisch heißt. Und zwar funktioniert das Ganze so, Britta hat das gepostet. Ihr kennt ja bei den einzelnen Status-Updates dieses Menü mit den drei Punkten. Wenn man da draufklickt, gibt es die verschiedenen Features. Man kann einen Beitrag für später abspeichern, dem oder der Verfasserin eine Direktnachricht schicken, den Link zum Posting kopieren, den oder die Verfasserin entfolgen oder überhaupt den Kontakt entfernen. Man kann das Posting melden, wenn es irgendwelche bedenklichen Inhalte enthält. Und man sieht, für wen dieses Posting gegen öffentlich sichtbar ist, was ja dann auch für die Kommentare gilt. So, diese neue Option, die Britta hier entdeckt hat, ist in ein neuer Menüeintrag. Ich kann ihn euch hier nicht live vorzeigen, weil ich ihn eben noch nicht freigeschalten habe. Und dieser Eintrag dient dazu, ein beliebiges Status-Update in der eigenen Featured-Box zu fixieren und dort herzuzeigen. Also zu binnen, wie das so schön heißt. Und zwar diese, ihr seht es hier am Screenshot, heißt auf Deutsch oben auf dem Profil feststellen, vorstellen und hat dann dieses Sternchen-Symbol. Und wenn man da dann eben draufklickt, dann hätte man die Möglichkeit am eigenen Profil, nehmen wir mal Brittas Profil her, hier in dieser Featured-Box, so wie sie es hier gemacht hat, einzelne Status-Updates herzuzeigen. Ist sicherlich ganz praktisch, weil die Status-Updates im Newsfeed haben ja sowieso eine relativ schnelle Durchlaufdauer und wenn man regelmäßig postet, muss man auch lang weit runterscrollen. Das ging auch schon vorher über Hinzufügen. Also wenn ich hier in meiner Featured-Box einen neuen Eintrag hinzufüge, konnte ich auch oder kann ich auch hier Posts auswählen, allerdings geht diese Liste nur zurück zu den letzten, ich glaube, 15 Postings. Ältere erwischt man hier nicht, da müsste man dann rumtricksen mit dem Link. Auf jeden Fall eine durchaus nützliche Funktion, um eben ja, besonders wichtige Inhalte, beispielsweise die Anmeldung zu einem Webinar oder E-Book-Download oder so, um denen mehr Sichtbarkeit am Profil zu verschaffen. Man kann in dieser Featured-Box ja Dateien, Dokumente, Bilder hochladen, externe Links und auf diesem Weg in Zukunft auch hoffentlich wir alle eben Status-Updates binden. Gutes Feature, ein kleines nettes Add-on. Uns bleibt nur auf die Ausrollung zu warten. So, und damit kommen wir zum ersten Teil des versprochenen Interviews. Mein Gast heute, Christopher Becht, der Head of Digital Communications bei Würth Elektronik. Was Christopher da tut, was Würth Elektronik mit den digitalen Medien und mit LinkedIn vorhat und plant, das wird er uns selber erzählen. Herzlich willkommen. Lieber Christopher, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Freut mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Du bist bei Würth Elektronik, einem Unternehmen der Würth-Gruppe, zuständig für die digitale Kommunikation und auch für eure Partnerschaften mit dem E-Motorsport. Mehr dazu später. Aber Christopher, erzähl doch mal, wie war dein Werdegang? Wie bist du zum Digital-Head der Würth Elektronik-Gruppe geworden? Vielen Dank, lieber Ricci, für deine einleitenden Worte und dass ich an deiner LinkedIn-Show teilnehmen darf. Da greife ich es gleich mal auf, ich will ein bisschen bescheiden da sein. Ja, ich zeige mich verantwortlich, das ist richtig, für den Bereich digitale Kommunikation bei Würth Elektronik. Es gibt natürlich einige Digitalbereiche, sage ich jetzt mal noch, oder Vertiefungen auch im Unternehmen für die digitale Kommunikation und eben halt für die Partnerschaften aktuell. Genau, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich mal erstmal nach dem Abitur einen Studiengang gewählt habe, der auch schon mal einen Einschlag hatte in diese Richtung. Der hieß damals Media System Design, also ich bin diplomierter Media System Designer. Jetzt würde sich jeder fragen, was ist ein Media System Designer? Ja,
fällt mir nichts darunter ein. Es ist im Endeffekt, hat man den Studiengang umbenannt in digitale Medien. Ich denke, dann wird es klarer. Und das habe ich von 2003 bis 2008 studiert und parallel hier im Badischen groß geworden, rund um Heidelberg. Da habe ich angefangen, bei SAP zu arbeiten, einen großen Arbeitgeber bei uns natürlich. Einer der größten Softwarehersteller, Technologiehersteller sozusagen der Welt. Das war eine tolle Erfahrung. Werkstudent, Diplomant, bis hin dann zum Usability Associate sozusagen. Also ging es um Usability-Tests, die man gemacht hat, sozusagen für eine Anwendung, die man damals entwickelt hat. Heute heißt die Business by Design. Da ging es einfach darum, viele Click-Dummies zu gestalten, Geschäftsprozesse sozusagen mitzudesignen, Tests zu fahren weltweit, wie die Geschäftsprozesse angenommen wurden. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, war ich knapp 4 Jahre. War tatsächlich auch eine Krise ja in Deutschland auch da, bekanntlicherweise 2009. War nicht so eine einfache Zeit. Es war keine Chance, einfach ganz ehrlich gesagt, bei SAP weiterzuarbeiten. Da habe ich natürlich auch meine Kontakte dort genutzt wollte aber weiter im digitalen Online-Bereich auch bleiben. Und dann bin ich bei einer staatlichen Marketingagentur gelandet, nämlich der Deutschen Zentrale für Tourismus. Und die hatten ein sehr schönes Produkt, meiner Meinung nach, nämlich die Vermarktung von Deutschland als Reiseland. Ist im Auftrag von der Bundesregierung, nämlich damals von der Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Das ist weltweit, haben die Zentren sozusagen überall auf der Welt, London quasi für den Markt in UK. Mich hat es verschlagen nach Tokio zum Beispiel. Da habe ich für 6 Monate gelernt, wie man Online-Kampagnen konzipiert. Und war eine super spannende Zeit und ich wollte auch bewusst ein Land wählen, wo ich mich ein bisschen durchboxen muss. Nicht klassisch Englisch, sage ich jetzt mal. Sondern ich wollte wirklich eine andere Kultur eintauchen das war eine unheimlich spannende Zeit und ich habe auch immer so ein bisschen Fernweh noch nach meinem Tokio sozusagen. Ich war da insgesamt fast ein Jahr dann dort, ein Sprichst du bisschen gereist. Japanisch? Giotto, also minimal, also gar, Ja, also ja. es wär gelogen, wenn ich sagen sprechen würde. Ich kann Essen bestellen. Ich kann Essen bestellen. Reisesprache ist Englisch. Ich habe ein bisschen gelernt, versuche ein bisschen sozusagen dort mal mit einem deutschen Studenten, also beziehungsweise mit einem japanischen Studenten Deutsch ein bisschen zu lernen. Ich habe ihm Deutsch gelernt und er hat mir ein bisschen Japanisch gelernt. War eine super tolle Zeit in Japan. Das war 2019. Dann bin ich quasi nochmal über eine Agentur, die im Heidelberger Raum angesessen ist, am Ende nochmal ein Jahr dort gewesen und habe mir überlegt, wo kann die Reise hingehen. Ja? Ich wusste auf der einen Seite, ich kann sehr gut vertrieblich agieren, also ich konnte sehr, sehr gut vertrieblich Dinge umsetzen. Braucht man überall in seinem Leben die Dinge auch, Projekte zu vermarkten, zu verkaufen, die Dinge auch sozusagen beim Kunde oder beim Partner auch anzubringen, dass sie angenommen werden. Dann hat mich nach der Agentur, nach einer klassischen Agentur, sag jetzt mal, hat mich verschlagen sozusagen zu Apple. Apple war eine sehr spannende Station von mir. Das wissen wenige Leute. Ich habe es natürlich im Lebenslauf jetzt drin bei LinkedIn und so weiter, aber ich gehe da einfach in die Tiefe nicht so stark ein. Also ich sage warum, weil ich möchte immer so sagen, hey, es ist eine tolle Firma, keine Frage. Die haben überhaupt tolle Produkte. Ich bin sehr früh mit den Produkten auch quasi in Verbindung gekommen, schon ab 7. In der Mac-Welt groß geworden durch mein Elternhaus. Ich habe es geliebt, sozusagen Vertrieb dort zu betreiben für Businesskunden. Das bedeutet, es war in Frankfurt und da gab es in den Offices sozusagen die Möglichkeit, bei der Apple Retail Germany GmbH zu arbeiten und eben mit Geschäftskunden größere Kontrakte zu verhandeln. Ja, in der Nutzung von Apple-Produkten, aber auch Apple Services. Ja, dazu lernt man zunächst mal eins, man lernt auf einer Fläche mit dem ganz normalen Kunde zu arbeiten. Und zwar ganz normale Menschen, ganz normale Kunden, die von A nach B jeden Tag in Apple Store laufen. Von jemand, der sehr viel Ahnung hat, bis jemand, wo erstmal ganz neu ist, mit dieser Welt in Berührung kommt. Und da lernt man die Kundenanforderungen relativ schnell kennen. Und man lernt relativ schnell auch mit Dinge zu verhandeln oder Dinge vertrieblich zu arbeiten wiederum. Hat mir sehr lange Spaß gemacht. Ich durfte, eine Anekdote vielleicht an der Stelle, ich hatte
war sehr schön. Durch den vertrieblichen Erfolg durfte ich dann dem Landesmanager zuarbeiten. Das zieht sich meine ganze Karriere so ein bisschen irgendwie hindurch, dass ich immer irgendwie so geschäftsleitungsnah irgendwie arbeiten konnte und durfte. Und dann durfte ich eben für einen Engländer arbeiten, der eben diese drei Länder verantwortet hat, für eine kurze Zeit, als Backup sozusagen für seinen Regional-Assistenten. Und das war natürlich ein traumhafter Einblick in eine Welt, die ich so vorher nicht kannte. Ich war selber oft in London, in Manchester unterwegs, in Regent Street. Und da ging es halt wirklich um die Kennzahlen von Apple in Europa. Was läuft gut, was läuft schlecht, ja, Net Promoter Score, die ganzen Themen. Die Customer Journey in den Stores war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Sehr viele Anekdoten. Es gibt noch heute ein paar Videos auf YouTube, wo wir noch den einen oder anderen Launch zusammen feiern. Die sind ja immer sehr speziell, wie man weiß, bei Apple in den Stores. Die kennt jeder mit langen Schlangen und so weiter. Da durfte ich den einen oder anderen mitnehmen. War spannende Zeit. Und dann ging es wieder zurück zur SAP. Ganz auf dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte wieder ein bisschen mehr bei mir auch zu Hause sein, so in der Richtung. Und ich möchte auch ein bisschen noch schneller weiterkommen. Möchte mich sozusagen nochmal inhaltlich ein Stück weit verändern, möchte auch nochmal ja, neue Karrierewege einschlagen. Und dann gehst du zu SAP, nochmal sozusagen in den Vertriebsinnendienst, wo es ums Partnermanagement ging, spannenderweise. Da kommen wir später nochmal dazu. Ja, da ging es einfach darum, sozusagen mit den Partnern die Dinge so vertrieblich zu verhandeln, dass sie eben halt wiederum ihre Kunden erfolgreich mit SAP-Software bedienen können. War eine Station, nur ganz kurz, weil ich mir gedacht habe, ja, das, was ich mir vorgestellt habe, war es dann also wirklich 100% auch nicht. Weil man muss auch so sagen, es war alles eine Zeit zwischen 2009, 2010, 11, 12. Da war es nicht so einfach, der Einstieg im Marketing-Kommunikationsbereich, was ich aber mal studiert hatte. Und das habe ich da immer wieder mehr gefühlt, dass mich die Welt mehr quasi das mein Zuhause sein könnte. Und es war immer so diese zwei Wege: Online-Marketing, Marketing, Kommunikationswelt oder eben die Welt reiner Vertrieb. Und jetzt, in der heutigen Phase, da komme ich später dazu, ist es so, dass ich einfach alles miteinander kombinieren kann. Das Aber dann wächst trotzdem, viel stärker zusammen als je zuvor. das hier zuvor genauso. Und dann habe ich sozusagen damals über einen Headhunter mich listen lassen und habe auch einige Werbung natürlich geschrieben. Und unter anderem hat es dann wieder über den Headhunter sozusagen bei der Firma Witt Elektronik geklappt, die aber einen Spezialisten gesucht haben in der Unternehmenskommunikation. So war das damals ausgeschrieben. Weil die klassische Unternehmenskommunikation gab es in diesem Mittelstandsbereich noch nicht. Wir sind anders organisiert, was das Thema betrifft. Und es ging da um den Aufbau eines Social-Internet-Systems, sozusagen. Also mediale Systeme habe ich ja gelernt, wie man sie konzipiert vom Studium her. Es ging um die Kommunikation natürlich, Kommunikationsflüsse im Unternehmen. Und gleichzeitig natürlich auch um das sozusagen eine auf der internen Seite, aber auch gleichzeitig um die externe Seite, nämlich um das Thema Social Media Marketing. Und die beiden Sachen durfte ich da am Anfang starten. Wir waren vor 6 Jahren, 7 Jahren waren wir bei ja, ein oder zwei Channels, also recht spät dran, im B2B-Bereich mit diesen Themen zu starten. Mittlerweile haben wir ein kleines Team mit Spezialisten daraus aus 4, 5 Personen, sind bei 32 Kanälen weltweit bei Wirt Elektronik unterwegs und ja, geben da richtig Gas sozusagen in diesem Bereich. Ja. Eine Frage dazu: Bei Würth denkt natürlich gleich einmal jeder an Werkzeug, aber es ist eine Unternehmensgruppe, die sehr viele Sachen macht. Bei Würth Elektronik, ihr macht in erster Linie Sensoren, Elektronikbauteile, Platinen, Bestückungen auch im Full Service. Also eigentlich klassisches B2B-Geschäft. Keine MP3-Player, keine Consumer-Produkte, sondern eigentlich, ich sage jetzt mal, Produkte, die nicht sexy sind, die man jetzt auch nicht unmittelbar verwenden kann, sondern eben Komponenten. Klassisches B2B-Geschäft. Da ist natürlich jetzt ich sage mal, die Social-Media-Nutzung erstmal nicht so naheliegend, wie wenn ich, keine Ahnung, Kulinarikprodukte verkaufe. Worum geht es euch da ganz generell bei der Nutzung von Social Media? Grundlegend, der Eingangsbereich war sicherlich der Start mit dem ganzen Thema Karriere und den soften Themen. Es ging natürlich sehr stark um Recruiting und Recruiting-Prozesse. Ganz klar, man wollte Bekanntheit schaffen für ein Unternehmen, das sozusagen eben sehr stark im Aufstreben war. Es ist, man muss es wissen, Würth Elektronik ist eine Firma, die gibt es erstmal gerade so knapp 20 Jahre. Den Bauteilebereich gibt es noch viel, viel kürzer sozusagen. Man hat natürlich auf der einen Seite natürlich auch den großen Würth-Konzern.
Und da sind es natürlich auch sehr, sehr viele Firmen. Und wenn man weiß, das wird im Ländlichen angesiedelt ist, im Bereich Hohenlohe, dann ist es so, da braucht man viele Fachkräfte, auch auf dem Land. Ja? Und da ging es gerade tatsächlich in der Einführung vom Social Media Marketing, ging es eben halt darum, eine Awareness zu schaffen, Brandbuilding zu schaffen im Bereich der Karriere, im Bereich der Ausbildung. Und das hat man über, sagen wir mal, klassisch Facebook getan. Und weitere Kanäle, natürlich ganze klassischen Themen wie StepStone und dergleichen, was natürlich die ganzen Portale betrifft, selbstverständlich auch, aber sehr viel, gerade was auch der Ausbildungsbereich betrifft, über Facebook. Weil man Lehrlinge muss auch natürlich auch, oder? Lehrlich Wahrscheinlich viele, absolut viele Lehrlinge im Unternehmen. viel, genau, also man muss wissen, die Basis bei Würth oder auch bei Würth Elektronik sind sehr, sehr viele Lehrlinge, sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, Azubis, die anfangen bei uns als Basis, die auch, wenn sie sich gut im Unternehmen machen, sehr schnell auch in wirklich hohen Verantwortungsbereichen kommen, recht schnell. Aber das ist das Grundfundament. Und da kann man natürlich gerade dieses Thema wunderbar einsetzen. Klassisch, und da gebe ich dir natürlich recht, B2B-Bereich, wir sind im Bereich der passiven Komponenten. Ist es natürlich schwieriger in diesem Bereich. Wir sind keine Love Brand, keine Frage. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr große Mitbewerber. Aber gerade dann, wenn man große Mitbewerber hat und die Konkurrenz da so ein Stück weit vorangeht, kann man punkten, indem man eben clevere Wege wählt, wie man online erfolgreich zum Beispiel Sichtbarkeit erreichen kann. Ich mache ein Beispiel. Es gibt viele ja asiatische Konkurrenten von uns, von Würth Elektronik. Und das ist ein sehr spezielles Feld, weil in Asien weiß man, es gibt Zensuren, man weiß es, man kann nicht alle Plattformen so nutzen, aber wir in Europa können sie nutzen und da wollten wir natürlich gleich vorangehen und schauen, dass wir hier in der Online-Sichtbarkeit über die Social-Media-Netzwerke in der Branche, in der B2B-Elektronikbranche die höchste Sichtbarkeit kriegen. Und das kann man über einen Kennzahlen ja wunderbar nachvollziehen. Und das heißt, klassisches Ziel bei uns ist tatsächlich B2B-Kommunikationsführerschaft in der Elektronikbranche im Vergleich zu unserem Top-Wettbewerb. Und das kann man über Performance-Marketing und Performance-Measuring, sage ich jetzt mal, oder Monitoring wunderbar machen. Ich gehe mal kurz vielleicht nochmal ein, zwei Worte drauf ein, wie wir so organisiert sind. Ich glaube, das war die erste Frage nochmal von dir, ganz grob. Du hast schon richtig angesprochen, wir sind im Bereich der passiven Bauelemente unterwegs. Jetzt gehen wir eine Stufe drüber. Also Würth Elektronik Gruppe hat drei große Unternehmen, die sind auch einzeln miteinander in einem Gruppenverband unterwegs. Das bedeutet einmal die ISUS-Gruppe, das ist so elektronische und elektromechanische Bauelemente. Das ist der Bereich, wo ich herkomme. Dann haben wir den Bereich der Leiterplatte. Klassisches Leiterplattengeschäft. Und da haben wir der Bereich der intelligenten Systeme, Power und intelligente Systeme. Und das ist sozusagen der Bereich, wo sozusagen beides zusammenkommt, kundenspezifisch produziert wird. Genau, und das sind die drei Bereiche. Es sieht aber eigenständig unter dem Bereich der Würth Elektronikgruppe. Und die gehört wiederum zum kompletten Würth Group Konsortium, das sich wiederum aus 400 Firmen innerhalb der Würth Group zusammensetzt. Und da sind wir eine davon. 400 Genau. Firmen, wow. Das ist Genau. richtig viel. Das ist richtig viel, genau. Das ist der Professor Dr. Würth mit seiner Stiftung und eben halt der ganzen Konzernführung, die dann die Geschäftsbereiche verantwortet. Gibt es eben den Geschäftsbereich Elektronik, da können wir noch andere Firmen dazu, wie nicht nur die Erwägung Elektronik. Und da gehören wir aber sicherlich zu den erfolgreichsten Firmen innerhalb dieser 400 und gleichzeitig sind wir auch einer der erfolgreichsten und führenden Hersteller für passive Bauelementen in Europa. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich denke, von Würth insgesamt und auch ganz besonders von Würth Elektronik kann man sich als B2B-Unternehmen einiges abschauen an Strategien, an Kooperationen. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Einerseits ein Traditionsunternehmen und sehr, sehr innovativ in den neuen Medien unterwegs. Zwei Dinge, die sich meiner Erfahrung nach ganz und gar nicht ausschließen, sondern ich würde sogar zu weit gehen zu behaupten, die sich eher gegenseitig fördern. Freut mich, dass ihr alle zuschaut. Hallo Roswitha, hallo Heike, hallo Heinz. Liebe Grüße an unsere Zuseher auf Facebook. Dom, Daniel, Thomas, hallo Bärbel, hallo Thomas. Die liebe Grüße an die Fachhochschule nach Salzburg. We go way back. Mein erster Lehrauftrag 1999, 2000.
Hallo Janaina, liebe LinkedIn-Kollegin und Expertin für Organic Growth aus der Schweiz, auch vor kurzem hier bei mir zu Gast in der LinkedIn-Show. Hallo Petra, hallo Brigitte, Damas, hallo Katja und Milos, ihr wart auch heute Vormittag und gestern bei mir im Webinar. Freut mich sehr, dass ihr auch bei der LinkedIn-Show mit dabei seid. Hallo Michael, mein lieber Kollege Michael Bennorz aus Bonn. Der postet immer sehr, sehr nützliche Sachen in seinem Feed. Ich habe es ja auch in der Show gehabt. Ich habe heute im Webinar dein Posting von, ich glaube, vor ein paar Tagen über den perfekten Profilslogan, wie man den gestaltet, worauf man da achten sollte, vorgezeigt. Also Michael Behnerz auf jeden Fall folgen. Da bekommt man sehr, sehr nützliche LinkedIn-Infos. Hallo Martin, hallo Silvia. Ich freue mich sehr. Wie ihr bekanntlich wisst, ein Instagram-Influencer, der lebt von Chiasamen, Avocados und Likes. Anders als wir LinkedIn-Content Creators, wir leben von euren Kommentaren. Also ich freue mich sehr über Likes, ich freue mich über Kommentare und Fragen umso mehr. Und ich bemühe mich natürlich auch auf alle eure Fragen einzugehen. Finde ich auch. Hallo Daniel, ganz übersehen. Daniel Gera. Taugt mir auch immer sehr, dass wir hier so international unterwegs sind. Wir haben natürlich Zuseherinnen und Zuseher über den ganzen Dachraum verteilt, aber teilweise auch außerhalb von Europa. Da fühlt man sich dann doch gleich nicht ganz so eingesperrt wie ansonsten zu Reiseverbotszeiten. Im zweiten Teil unseres Gesprächs erzählt Christopher über die Zusammenarbeit mit Influencern bzw. mit einem YouTube-Kanalbetreiber. Sehr, sehr interessant. Und während wir uns den zweiten Teil des Interviews anhören, werde ich in den Kommentaren gleich mal die Shownotes, die Links zum Interview mit Christopher Becht posten. Ich denke, da ist vor allem für die Rennsportinteressierten sehr viel dabei. Meiner Beobachtung nach sehr, sehr spannend. Formel 1 nicht mehr ganz so populär wie früher. E-Sports sehr stark im Aufschwung. Und die Legitimation für die Formel 1, die war ja immer, dass man das braucht, um neue Technologien auszutesten, zu erproben. Be that as it may, ich denke, in dieser Beziehung hat die Formula E natürlich das wesentlich größere Potenzial. Insofern ist es auch sehr, sehr folgerichtig, dass Würth Elektronik da verschiedene Teams sponsert, nicht nur in der Top-Liga, sondern auch sehr viele studentische Teams. Ja, darüber mehr im zweiten Teil. Und Passive Bau, was heißt passive Bauelemente? ja, also wir fertigen, also wir sind Hersteller grundlegend. Wir sind Hersteller. Wir entwickeln alles in Deutschland, Europa und natürlich auch in einigen anderen Ländern weltweit. Aber wir sind Hersteller und wir produzieren sowas wie Induktivitäten, Ferrite, Klappferrite, Überspannungsschutze, all diese Themen. Also wir haben über 20.000 Bauteile in unserem Portfolio sozusagen, eine Riesenmenge und in ganz verschiedenen Bereichen. Ja? Nur, und das ist natürlich jetzt wiederum das B2B-Thema, haben wir natürlich diese Bauteile, die sieht man ja nicht. Die sind alle in modernen elektronischen Geräten verbaut, auf einer Leiterplatte. Zum Beispiel unter anderem, um die Stromflussrettung zu managen, dass es keine Überspannung oder Unterspannung gibt. Und das sind natürlich Themen sozusagen, die dann auch zu vermarkten, ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr nischig. Ja? Und da sind wir bei unseren Zielgruppen unterwegs, der Elektrotechnikingenieure, E-Techniker, Hobby-Elektroniker, in dergleichen Elektronikeinkäufer, Entwickler, Elektronikdesigner. Das ist die klassische Zielgruppe von uns. Genau. Und grundlegend arbeiten wir auch über den B2B-Direktvertrieb sozusagen mit unseren Kunden, die wir direkt ansprechen. Aber eben, es gibt natürlich auch einen anderen Weg, nämlich den Online-Weg. Und den verfolgen wir jetzt mittlerweile innerhalb der letzten 6, 7 Jahre immer stärker. Und es wird auch immer stärker werden, sozusagen, das ganze Geschäft. Ich Genau. muss da jetzt gleich nochmal nachfragen, weil das finde ich nämlich super spannend, was du vorher gesagt hast. Es ist grundsätzlich euer Ziel, Meinungsführer zu werden in diesem Bereich bei den Elektronikbauteilen. Und ASEAN ist ein sehr, sehr relevanter Markt. Das heißt, für euch spielen dann abseits der Social Media Networks, an die wir hier immer denken, auch die asiatischen Netzwerke eine Rolle. WeChat, Sina Weibo, die. Absolut, absolut. Das ist der richtige Ansatz. Weltweit ist es ja so, jedes Land hat seine bevorzugten Kommunikationskanäle.
und die Zielgruppen, die in diesen Plattformen unterwegs sind. Und jetzt ist die Frage, wie viel man raus sozusagen, oder es gibt ja Mittel und Wege rauszufinden, Statistiken zu ziehen, sozusagen, wo diese Zielgruppen unterwegs sind. Und das muss man sich anschauen in diesen Bereichen. Und wenn eben die erste Wahl in Asien jetzt zum Beispiel eben ein WeChat-Kanal ist, ein offizielles Konto der Firma ist, dann gehen wir da rein. Und das ist extrem wichtig, dass sich das irgendwie für Land anzutun. Wie ist die Nutzungsgewohnheit im Land? Welche Plattform ist da die Nummer eins? Wo sind die meisten Zielgruppen unterwegs? Und das entscheiden wir dann und basierend auf Daten. Und am Ende des Tages wird dann entschieden, wo gehen wir rein. Ja. Wenn man als deutsches oder überhaupt europäisches Unternehmen so einen Kanal anlegt, in WeChat beispielsweise, muss man das dann in Chinesisch machen, damit das auch angenommen wird? Oder macht man das in Englisch oder zweisprachig? Ich weiß, dass es WeChat gibt. Ich habe mal kurz reingeschaut, aber ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von der Plattform. Grundlegend ist die Frage richtig. Es würde in Chinesisch am schnellsten funktionieren, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob wir es da zweisprachig angelegt haben. Wir haben es in Chinesisch gemacht, so kann ich sagen. Und bei uns wurde es natürlich auch von unserer chinesischen Kultur getrieben. Ja, ganz arg wichtig. Weil es ist wichtig, es gibt natürlich Konzern- oder Headquarter-Vorgaben in vielen Bereichen, sagen wir mal Online-Marketing und Social-Media-Marketing-Standards, die wir weltweit auch fahren. Aber jetzt müssen wir, wie gesagt, auch sehen, es gibt natürlich auch diese Sonderfälle. Wissen wir jetzt, WeChat zum Beispiel ist ja jetzt kein klassisches Netzwerk. Es ist auch kein klassischer Messenger. Es ist auch kein klassischer Online-Shop. Es ist auch kein klassisches Bezahlsystem. Es ist alles in einem. So, und durch dieses Multifunktionalität da drin und durch die Kultur, die eben auf diese Netzwerke setzt oder auf dieses Technologie setzt, ist es ganz klar, dass man natürlich sehr stark mit den chinesischen Kollegen in Austausch tritt, was sie benötigen, wie sie es benötigen, wo man eher vom Headquarter aus oder von den Standards her sich ja vielleicht auch öffnen muss, wo man eben halt quasi eher unterstützen kann. Corporate Design Vorgaben als Beispiel genannt zum Beispiel. Aber grundlegende Umsetzung liegt dort. Architektur besprechen wir natürlich immer gemeinsam. Aber auch Kommunikationsstrategie kommt natürlich ein Stück weit auch vom Headquarter. Aber auch dann gibt es wieder spezifische Inhalte, die natürlich dann wieder nur für den asiatischen Markt sind, die dann dort auch sozusagen freigegeben und ausgespielt werden. Also das ist immer ein Mix. Gerade im speziellen WeChat ist natürlich nochmal ein Sonderfall. Jetzt zu den klassischen Big-Five-Netzwerken hier, die man in Europa oder generell in der Welt kennt. Spielt eigentlich interessehalber V-Kontakte auch eine Rolle für euch in dem Zusammenhang? Oder ist das eher zu B2C orientiert, auch in Russland und dort, wo es populär ist? Sind wir noch nicht angegangen. Also, ist ein Thema, wo wir auf der Agenda haben, haben wir aber noch nicht angegangen, Ja. also aktuell, ja. Im Gegensatz zu LinkedIn natürlich. Das ist ja auch, weil du gesagt hast, die Stoßrichtung initial war in erster Linie Employer Branding, Mitarbeiter finden. Welche Rolle spielt einerseits LinkedIn für euch als Unternehmen, aber dann auch für dich in deiner persönlichen Nutzung? Ich gehe mal als erstes jetzt aufs Unternehmen ein. Ich denke, LinkedIn ist aktuell von der Priorisierung die Plattform Nummer eins für uns. Aus dem B2B-Kontext einfach darum, weil wir wissen, dass unsere Zielgruppe da unterwegs ist, weil sie im Business Umgang unterwegs ist, weil wir wissen, dass wir Elektronikentwickler und unsere Zielgruppe da einfach darin finden, bei großen Unternehmen. Ist es definitiv Plattform Nummer eins. Das hat sich in den letzten Jahren auch rauskristallisiert. Viele Menschen denken ja auch immer wieder, Facebook mag man nicht, man kann es passend nicht mehr hören, Facebook ist tot und dergleichen. Es ist immer noch ein sehr, sehr relevantes Netzwerk. Es bleibt auch weiterhin ein relevantes Netzwerk, für, je nachdem, was für Themen das man adressieren kann. Es hat das stärkste Targeting im Vergleich, ist LinkedIn noch nicht so weit. Gleichzeitig ist es aber so, wir merken den Trend extrem. Also wir merken den Trend extrem. Wir merken, dass wir mit unseren Themen, die wir in unserer Kundenstrategie da haben, deutlich bessere Ergebnisse erzielen in LinkedIn. Und wir haben da drin aktuell, jetzt ist meine Kollegin natürlich da, diejenige, wo das nochmal tiefer schon da drin ist. Ich denke, wir haben aktuell 8 bis 10 Kanäle von den Ländern drin. Ja. Wir haben zwei Corporate Channels drin, also klassische Unternehmenskommunikation abläuft. Wo wir eine Content-Strategie aufgebaut haben, wo es Redaktionspläne natürlich dahinter gibt, wo es dann
6-8-köpfiges Team gibt, das sozusagen von verschiedenen Fachbereichen einsteuert, zentral bei meinem Team sozusagen die Redaktionsleitung dann liegt. Es gibt auch natürlich nochmal ein Komitee dahinter, wo auch, sag jetzt mal, die groben Leitlinien, was wir an unsere Kunden adressieren wollen, nochmal festlegt. Also die Fokussierung wird an diesem Team nochmal vorgenommen. Mal ein Beispiel, Produktkampagnen zum Beispiel spielen wir oder adressieren wir direkt über das Targeting an unsere Zielgruppen aus, von neuen Produktkampagnen, die wir fahren, die wir gleichzeitig aber auch natürlich dann parallel in den klassischen Medien fahren, wie in den Medien wie Elektronikpraxis und alles, was im Printbereich natürlich ist, wird da genauso mitgenommen, wie auch letzten Endes das Thema zum Beispiel auch Influencer-Marketing, auch das. Wie ist denn das in den letzten Jahren, wie hat sich das dann so entwickelt, der Printbereich eigentlich, auch gerade bei den Special Interest Zeitschriften? Das ist noch immer relativ stark, oder? Weil eher ja, bei den General Interest Magazinen, die haben ja sehr starke Rückläufe zu verzeichnen. Ich kann jetzt da nur ein bisschen auf der Oberfläche agieren. Ja, das ist nochmal so eine Sache, wo das klassische Marketing natürlich deutlich tiefer drin steckt, weil sie adressieren an die Printmagazine. Ich denke, sie sind leicht rückläufig. Sie sind immer noch sehr stark, weil im Prinzip die Elektronikentwickler, die sind es gewohnt, ihre Zeitschriften quasi montags früh oder in allen Regelmäßigkeit sozusagen auf ihrem Schreibtisch liegen zu haben. Das ist auch weiterhin wichtig und ich denke, das ist auch eine Parallelstrategie. Wir werden einfach versuchen, Multichannel zu fahren. Aber klar sehe ich auch, dass zum Teil in der Branche gesprochen, jetzt haben wir über Elektronik, aber in der Branche gesprochen, denke ich auch Auflagen ein bisschen zurückgehen. Ich denke auch, dass auch die Werbefinanzierung ein Stück weit zurückgeht und dass sich der Trend sehr stark in Richtung Online-Marketing, Social-Media-Marketing verstärkt und da die Budgets gleich bleiben oder tatsächlich Jahr für Jahr erhöht werden. Das ist das, was ich sehe und das ich auch mit meinen Branchenexperten im Austausch tatsächlich auch habe. Du hast das Thema Influencer angesprochen, auch ein sehr wichtiger Bereich. Und ich sage mal, da gibt's ja zwei Strukturen oder Dinge. Zum einen, das sind die klassischen Influencer, wie sie auch im B2C-Bereich eine Rolle spielen, die großen YouTuber, Instagram-Accounts und so, bei denen ich mich als Unternehmen einkaufe. Dann gibt es den Bereich der Corporate Influencer, wo es eher darum geht, eigene Mitarbeiter oder eigene Stakeholder zu Experten, zu Kommunikatoren zu machen. Spielen da beide Bereiche für dich eine Rolle oder was bedeutet für euch Influencer-Marketing? Influencer-Marketing ist ein super spannendes Feld. Im Kontext klassische externe Markenbotschaft oder Influencer aufzubauen, gleichzeitig auch das Thema Corporate Influencing oder Personal Branding. Ist im Prinzip, kann ich auf jegliche Art von allen dreimal kurz eingehen, wie da unsere Denkweise dazu ist. Wir haben angefangen, wenn wir vorangehen wollen, dann müssen wir solche Themen uns anschauen. Das ist grundlegend Nummer eins. Ich tauche, meinem Team ist ja auch die Aufgabe, es immer wieder in neue Technologien, in neue Netzwerke, in neue Formen der Kommunikation oder Kundenkommunikation einzutauchen, umtriebig zu sein, was gibt es auf dem Markt, zu testen, zu spielen, um zu sehen, hat es einen Mehrwert in der Wertschöpfungskette fürs Unternehmen? Können wir was aufbauen? Können wir daraus was ziehen, was die Firma voranbringt? Wenn ja, gut, dann wird das Projekt weiter verfolgt, wird dupliziert oder in andere Bereiche quasi ausgerollt oder global ausgerollt. Funktioniert es nicht, wird es eingestampft und wir machen uns ans nächste Thema dran. Ist aber wichtig, dass wir diese Vorgaben haben und da haben wir auch die Freiheit, es von oben so zu tun. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Dürfen wir eigentlich grundlegend in der Richtung, können wir uns einfach alles anschauen. Influencer-Marketing. Influencer-Marketing war ich letztens gerade in Frankfurt, durfte zu dem Thema mal einen Special Case von uns vorstellen, gehe ich um zwei, drei Worte ein. Wir haben aktuell einen, mit dem wir sehr erfolgreich arbeiten, der nennt sich Great Scott auf seinem YouTube-Kanal. Das ist ein junger, perfekt in unsere Zielgruppe passender Mann, der in Leipzig heraus, aus Leipzig heraus sozusagen einen YouTube-Kanal aufgebaut hat, als also da hat einen Masterstudiengang, hat genau die richtige Bildung, studiert im Hintergrund, das ganze Thema aufgebaut seit 2013 und er hat kleine E-Tutorials, die er entwickelt und quasi erklärungsbedürftige, komplexe Produkte, Schaltungen zeigt, und sozusagen wow. Infotainment oder Edutainment macht. Ihm geht es um Wissensvermittlung in diesem Bereich auf Basis und auf Expertenwissen. Und ihn haben wir in der Frühphase erwischt und mit ihm haben wir gesprochen
Und das war super interessant für uns. Er ist uns zugetragen worden vom Produktmanagement, interessanterweise, weil die Kollegen tatsächlich auf seinem Kanal auch mal schon angeschaut haben, hey, wie geht denn das ein oder andere? Das ist ja Und Hammer, bitte, wenn das ja. Produktmanagement zum Marketing kommt und sagt, redet jetzt doch mal mit dem, wir schauen uns diese Inhalte. Wow! Genau, so lief das Genau. dann. Ja, und Ja. das war tatsächlich, das war momentan noch ein Einzelfall, aber es war eine super Sache. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist spannend. Und bin mit dem Kollegen aus der Distribution damals noch hochgefahren, hab das in Kauf genommen und gesagt, komm, wir steigen 5 Stunden ins Auto rein, 6 Stunden ins Auto, wir wollen die Person mal treffen. Wer ist das? Wer verbirgt sich hinter der Person? Wir haben lange und viel geredet über die Firma, über seine Person, um auch zu spüren, was für ein Mensch ist es, passt er mit den Werten auch überein. Da kommt immer mein berühmtes Eisbergmodell auch im Prinzip, was jeder aus der Kommunikationswissenschaft auch kennt, zum Tragen. Was liegt eigentlich bei so einer Person unter dem Eisberg? Ist ganz, ganz wichtig, gerade B2B-Bereich, weil wir können uns natürlich, was zeichnet uns aus? Die Qualität unserer Produkte und das, was auf dem Datenblatt steht, muss korrekt sein. Und das ist für eine deutsche Firma, Produkte Made in Germany, extrem wichtig. Auch der Servicegedanke, das sind wir Serviceführer in der Branche und das muss natürlich auch ein Influencer transportieren können. Wenn es darum ging, jetzt gefährliches Halbwissen zu transportieren, wäre das total der falsche Weg. Kontraproduktiv. Absolut kontraproduktiv. Und demnach müssen die Inhalte gut sein, sie müssen richtig in der Fachsprache adressiert sein, sie müssen interessant sein. Und das hat der junge Mann hervorragend umgesetzt. Und jetzt haben wir eine Kooperation, da sind wir in ein Vertrauensverhältnis gegangen von 2 Jahren. Und haben das Ganze schriftlich fixiert und haben jetzt so diese ersten 7 Videos sind entstanden. In der gemeinsamen Produktion. Er produziert es selbst. Storyline kommt von ihm. Aber er nimmt sich die Themen raus, die er bei uns interessanterweise findet. Wir machen eine kleine Redaktionsplanung dazu. Und dann kriegt er halt eben halt auch die Insights. Er kriegt halt auch die Insights, zu sagen, hey, unterhalte ich mal mit unserem Produktmanager, Produktowner zu dem Thema näher. Und dann bauen wir ein kleines Skript zusammen auf. Aber hier geht es uns nicht darauf, jetzt darum, marktschreierisch Produkte zu verkaufen, sondern es geht einfach nur darum, um den Vorteil unserer Produkte näher zu bringen im interessanten Tutorial. Und das ist Wahnsinn. Also ich war begeistert, wie gut das in der Community angekommen ist. Was würdest du schätzen, wo der so von den Kennzahlen liegt, Richie? Ja, von dem Bereich keiner. Ich würde mal vermuten, dass das doch ein sehr starkes Nischenthema ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da pro Video 1000 Views ein sehr guter Wert sind. Meistens, bei den meisten Leuten wäre das genauso. Ja. Er hat organisch Aufrufe zwischen 100 und 150.000 Aufrufe auf einem Video. No way. Absolut, Ich muss mal die Videos schauen. absolut. Der muss wirklich verdammt gute Videos machen, weil das schauen sich halt, das ist schon mal, Absolut. Das ist wow. Hausnummer. Und er liegt aktuell bei einer organisch aufgebauten Community von 1,2 Millionen. Also wir schreiben in dem Bereich, würde ich sagen, fast schon Celebrity-Bereich. Auch im Vergleich, wenn wir später mal da dazu kommen, jetzt zu dem Bereich IDA Motorsports oder was anderes, da gibt es ja auch, sage ich mal, bekannte Größen einfach in den Rennserien. Aber da ist er schon quasi in diesen Bereichen, hat er sich einen Namen verschafft. Aber ihm ist ganz wichtig, er polarisiert nicht mit seinem Namen, weil Great Scott ist offiziell natürlich ein Pseudonym, sondern ihm geht es tatsächlich viel mehr um Wissensvermittlung. Also was kann die Schaltung, wie kann man welche Produkte einsetzen, how to use a coil, also wie benutzt man das und das, sag jetzt mal, im Zusammenhang mit dem und dem. Das ist ihm viel wichtiger, wie als Person da voranzugehen. Und das ist sehr erfolgreich. Da sind wir sehr stolz auf die Partnerschaft. Und die ist auch, denke ich, einmalig in der B2B-Branche, Elektronikbranche. Heftige Zahlen, ja. Ganz genau, liebe Petra, kann ich nur beipflichten. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, gerade auch in Sachen Transformation vom, ja, klassischen Werkzeugbetrieb hin zum Weltkonzern. Wie ihr euch denken könnt, ich hätte mit Christopher noch stundenlang sprechen können. Unser Interview hat tatsächlich auch über eine Stunde gedauert. Ich habe einen Teil hier weggelassen in der Live-Show. Ihr findet das komplette Interview in voller Länge am Dienstag in meinem Podcast Datenschmutz, das ist Datenschmutznet, beim eigenen Brandnamen versprechen, das ist wirklich böse. Datenschmutznet/Podcast oder anchor.fm/Datenschmutz. Nächsten Dienstag in voller Länge. Wir haben uns auch noch sehr ausführlich unterhalten über E-Formula, über Kooperationen. Ich denke, sehr, sehr spannend.
eingehen. Findest du es eigentlich eine gute Idee, dass ich Christopher in die LinkedIn-Show geholt habe? Ja, sicher, absolut. Wer möchte dem Mitorganisator des DachTV Barcamps widersprechen? Ich habe noch einen kurzen dritten Teil. Am Ende unseres Gesprächs haben wir uns unterhalten über Analytics, KPIs und Auswertungen. Da spiele ich jetzt noch hier und wie gesagt, das volle Interview dann am Dienstag im Datenschmutz-Podcast. Also, wie man es immer so schön sagt, ne? Reporting, das Reporting wegen braucht man nicht, sondern es muss ja eine Handlung danach folgen. Aber dieses Thema Monitoring aufzusetzen, halte ich für ein extrem wichtiges. Aber wir arbeiten auch mit sehr, sehr lange schon mit einem vertrauensvollen Dienstleister hier zusammen. Aus dem Social-Media-Marketing-Bereich gestartet, aber mittlerweile geht es auch in ganz andere Wege rein. Also das geht auch in Wege rein der Wettbewerbsbeobachtung, was wird da veröffentlicht, welche Produktionen werden da eröffnet, welche Geschäftsführerwechsel werden da gemacht. Also wirklich nach Rubriken eine Art Wettbewerbscheck sozusagen auch für Führungskräfte bereitzustellen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, im Markt drin zu sein. Und es ist immer so schön, man glaubt immer, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel in eigenen Produktbereichen tätig sind, dann sagen, hey, ich kenne meine Welt, ich kenne mein Produkt in- und auswendig. Und man braucht auch gar nicht weiter gucken, ich lese meine Fachzeitschrift nur, passt schon. Und ich sehe dann immer wieder, wenn man die Leute konfrontiert mit der Macht des Internets und sagt, schau mal, wir setzen mal für dein Produkt, nur für dein Produkt, in der Nische ein sehr konsequentes, sehr gut gemachtes Monitoring auf, wo Aufwand hinten dran steckt. Wo Aufwand da hinten dran steckt, ohne Ende, keine Frage. Und dann ziehen wir uns da raus, mal die Ergebnisse raus, die du jeden Montag automatisiert ausgeliefert bekommst. Ja? Was die Branche über dein Produkt spricht, was die Konkurrenz über dein Produkt spricht, dann bin ich mir sehr sicher, dass es weit über das hinausgeht, was der Produktmanager je quasi sag jetzt mal, in seiner Filterblase auch gesehen hat. Deshalb auch super spannendes Feld. Ergänzend vielleicht noch eins, was auch sehr spannend ist, wenn es um das Thema Sales und Marketing Intelligence geht. Ich glaube, dass Social Media Netzwerke die Datengewinnung davon, natürlich datenschutzkonform nach den neuen Datenschutzgrundverordnungen, auch ein sehr spannendes Thema wird. Das heißt, was kann man davon absorbieren, abziehen und wie kann man es nutzbar machen für CRM-Systeme, um die Leute noch ein bisschen besser zu kennen? Den sogenannten 360-Grad-Blick ein bisschen mehr zu bekommen auf die Leute. Oder vielleicht auch das Ganze vertrieblich so zu nutzen, dass man weiß anhand von Social Signals, wo befindet sich die Firma eigentlich gerade? Stellt sie gerade viele ein? Wie sind sie denn unterwegs? Haben Sie ein neues Produkt rausgebracht? Gibt es neue Divisionen? Gibt es einen Wechsel in den Führungspositionen? Ein Wechsel der Elektronikeinkäufer bei einer großen Firma, die Ansprechpartner? Und wenn man diese Sachen schnell und gut auf der Agenda hat und das seinem Vertrieb bereitstellen kann, dann glaube ich, dass es eine Waffe wird, die immens scharf ist. Die immens quasi hilft, in den Gesprächen gleich den richtigen Ton zu treffen. Und vertrieblich nochmal deutlich erfolgreicher zu werden, wie man was sein kann. Wenn man die Welt aus der Offline-Welt quasi kombiniert mit der Online-Welt zusammenbringt und das sozusagen in einer ordentlichen Geschwindigkeit sozusagen an den Außendienst adressieren kann, ist es ein Potenzial, das massiv ist. Massiv. Schöner Kreis, da sind wir nämlich wieder dort, wo wir am Beginn waren. Stichwort Kommunikation, Marketing und Vertrieb, dass das immer mehr konvergiert. Da habe ich, glaube ich, wäre das richtige Wort. Das ist Ja. sicherlich getrieben durch die digitalen Medien. Lieber Christopher, Absolut, absolut. eine Frage, die ich jedem Gast hier in der LinkedIn-Show stelle. Erzähle uns doch bitte irgendwas über dich, dass deine Follower, deine Online-Kontakte oder zumindest die meisten von ihnen nicht wissen. Da habe ich mir lange Gedanken gemacht, was ich jetzt hier sagen kann. Eventuell spannendes Thema. Also, was die Leute nicht über mich wissen, ich hatte mal tatsächlich so lange Haare wie du. Länger. No way. Viel. Absolut. Es gab einen Bruch in meiner Zeit, ist was sehr Persönliches, sage ich jetzt mal. Ich habe sie geliebt. Ich hatte sie so lange. Ist eine sehr, sehr authentische Sache. Würde wahrscheinlich keiner von sich verraten. Aber es gibt diese Phasen im Leben. Ich finde es war eine schöne Zeit und würde es vielleicht manchmal auch wieder zurückwünschen. Ich habe aber wirklich schulterlang, ja, bis 20 quasi das Ganze gehabt. Und ja, und dann nach der Abi-Zeit, Studium und so weiter, bin ich quasi, habe ich mich kahl rasiert, kann man sagen, komplett in einen anderen Trend reingegangen.
Genau. Nee, aber komplett anders, der Trend. Also komplett bunt Wollliste. geworden. Nee, bunt geworden, wirklich. Also es gibt Bilder davon, da kann man auch nie mehr stolz sein. Tatsächlich mal so eine kleine Phase gehabt. Und das weiß wahrscheinlich keiner. Ich habe dafür die letzten 15 Jahre mir immer die Haare abrasiert, bis sich meine Frau dann beschwert hat, dass ich keine Haare habe. Dann habe ich gesagt, aber weh, dann lasse ich es aber wachsen. Das ist halt so. Was mir wichtig ist, und das dafür verfahre ich immer nach dem alten Apple-Credo, wenn man in den Apple Store reingeht, ja, kleine Anekdote an der Stelle, dann interessiert es den Apple-Mitarbeiter grundlegend jetzt nicht an einer Art, wie der Mensch tickt, denkt, Couleur hat oder wie er aussieht. Der wird auch ganz andere Fragen stellen. Darauf sind die Mitarbeiter ganz anders psychologisch vorbereitet in der Art, wie die Philosophie von Apple tickt. Und da fand ich es sehr, sehr spannend. Bin mit so vielen Mitarbeitern in Kontakt gekommen, also mit einer extrem hohen Diversität, Vielfalt, egal ob bis zum Hals tätowiert, Mütze, roter Schal, rote Mütze, Schuhe, ganz anders, ob jeglicher Hautfarbe und jeglichen Ranges. Und das war für mich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und da unterschätzt man niemals Leute, egal wie sie aussehen, wie sie denken, was sie haben, in diesen Punkten. Das heißt, egal wer reingelaufen ist, man war per du, ja. Und der konnte, wie gesagt, vom Erscheinungsbild, tätowiert, Nasenring, egal was haben, war alles völlig in Ordnung. Und das ist auch okay. Und das finde ich auch weiterhin eine sehr, sehr gute Idee. Man darf die Leute nur nicht unterschätzen anhand ihres Aussehens, anhand ihrer Themen, die sie so sagen und machen. Man muss immer mal genauer hinhören. Und darum plädiere ich auch immer wieder auf dieses Thema. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, was liegt denn unter dem Wasser? Also was ist denn unter dran? Was ist da? Weil das sichtbare Verhalten hat man nur oben im Eisberg. Aber unten drunter sind die wahren Schätze. Und dann geht es darum, die Menschen zu kennen. Und im Endeffekt ist es ja beim Online-Marketing auch nicht anders. Also es geht darum, die Zielgruppen gut einschätzen zu können, Targeting, wie erreicht man sie mit den spannenden Inhalten, wie wird man sozusagen, man ist ja im Vertrieb ja auch vertrieblich da unterwegs, wie spricht man mit den Leuten und umso besser man sie faktisch sehen, versteht und kennt und deren Anforderungen bekennt und auch mal mit denen gesprochen hat, außer sie nur online wahrgenommen zu haben, umso besser kann man sie auch mit seinem Content im Endeffekt erreichen, ob vertrieblich oder klassisch, wie auch immer. Sehr schöne Schlussworte. Lieber Christopher, danke für das Gespräch. War hochinteressant. Ich hoffe, wir können demnächst wieder mal plaudern. Vielen, vielen Dank, lieber Ricci. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, auf ein baldiges Wiedersehen. Bis bald. Danke dir. Die Status-Updates der Woche, der Abschluss jeder LinkedIn-Show. Und da habe ich als erstes gleich einen Hinweis für morgen. Der Monat April neigt sich dem Ende zu. Wir haben am Freitag den 1. Mai. Das heißt, auch die vierte On-Point-Runde zum Thema Corona geht damit zu Ende. Und morgen am Mittwoch um 15 Uhr gibt es unsere Livestream-Abschlusssession mit einigen der Teilnehmer dabei. Wir werden nochmal über die Statements diskutieren, über die Perspektiven für unterschiedliche Industrien. Morgen um 15 Uhr Livestream über mein Profil oder ihr könnt dann ab 15 Uhr auch direkt zugreifen über datadirt.net/onpointvideo. Also morgen um 15 Uhr Livestream, Abschlussrunde zum vierten On-Point-Thema. Im Mai sind wir dann natürlich wieder am Start mit einem neuen Thema. Wer sich da beteiligen möchte, am LinkedIn-Debattenformat einfach der On-Point-Gruppe beitreten. Und ja, entwickelt sich sehr, sehr erfreulich und ich denke, die Beiträge sind wirklich spannend und liefern sehr, sehr umfassende Perspektiven. Florian Hommeier, Storytelling-Guru, feierte dieser Tage ein rundes Jubiläum mit seinem 100. Coffee Break-Video. Aber Florian hört selbstverständlich und zum Glück nicht auf. Ganz im Gegenteil, er wird immer besser und ja, hat jetzt nach den 100 Videos ein Fazit, ein Learning-Video gedreht. Sehr, sehr spannend. Schaut euch das an. Die Links zu den Status-Updates der Woche folgen dann gleich im Anschluss in den Kommentaren. Natalia Wichowski und Ilkay Özgesaulo. Hallo Ilkay an dieser Stelle. Ja, man nimmt sich immer vor und dann wird es doch länger. Haben beide zu einem sehr ähnlichen bzw. zum gleichen Thema gepostet, nämlich Selbstunterschätzung. Man kritisiert ja oft Selbstüberschätzung oder übersteigertes Selbstwertbewusstsein in der Praxis oder gerade im Social Media Bereich schlägt das Pendel dann oft in die andere Richtung aus. Und wie Natalia hier richtig bemerkt, gerade
Die Damenwelt ist hier geneigt, die eigenen Fähigkeiten sehr zu unterschätzen. Ich kann nicht gut genug Englisch, ich kann das und das nicht gut genug oder mache ich es eben nicht. Ist natürlich kein rein weibliches Problem oder Thema. Und insofern haltet euch lieber an das Schlagwort der Agile-Entwickler und der Growth-Hacker. Einfach tun, einfach mal machen, ausprobieren. Man wird besser durch Übung, man wird besser durch Praxis. Das ist im Sport so, das ist so, wenn man ein Instrument lernt, und das ist auch ganz genauso, wenn man die eigenen Social Media Kanäle bespielt. Übung macht den Meister, aber wenn man sich zurückhalten lässt von, ah, das könnte ja auf Widerspruch stoßen, das könnte irgendwie unprofessionell wirken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, damit genug der Bauernweisheiten und Sprüche. Britta Behrens, heute bereits erwähnt mit ihrem Hack mit den Status-Updates, hat einen sehr spannenden Artikel geschrieben. Viele sind ja durchaus überfordert mit dem Homeoffice, nicht unbedingt ob des Homeoffice selbst, sondern weil ja aufgrund der Schulschließungen auch der Nachwuchs zu Hause weilt. Und da kann es schon ganz schön schwierig werden, je auch nach den Wohnungsverhältnissen, unkonzentriert oder ungestört mal zu arbeiten. Hat jeder seine eigenen Strategien, manche beginnen dann um 3 in der Früh aufzustehen. Britta hat hier einen anderen Vorschlag gemacht. So gut wie alle Hotels sind oder waren jetzt da geschlossen. Warum also nicht Hotelzimmer mieten, um dort Homeoffice zu machen? Sehr, sehr spannender Beitrag. Der Tourismus ruht, Geschäftsreisen gibt es kaum welche und ja, es kann eben nicht jeder konzentriert am Küchentisch arbeiten. Also eine interessante Alternative. Gerade auch für, ja, Unternehmen, die ihren Mitarbeitern auf diesem Weg ungestörte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen könnten. Stefan Rathgeber, wie soll ich sagen, lässt einen Totgeglaubten auferstehen bzw. erinnert daran, dass es StudiVZ noch oder wieder gibt. Und ja, auf dieser Anmeldeseite versichern die Betreiber, dass es hier echt cool ist und sie schwören das sogar. Was nicht unbedingt auf große Begeisterung stößt. Es gibt dort offenbar Nostalgiegruppen. Aber wie gesagt, wer sich als cool bezeichnet, ist es vermutlich nicht. Wie schaut es mit euch aus? Habt ihr ein gesteigertes Bedürfnis, auf StudiVZ dorthin zurückzukehren? Mir geht eigentlich schon Facebook ausreichend auf den Zeiger. Und damit noch ein Videohinweis. Gestern Vormittag, heute Vormittag, die ersten zwei Teile meiner LinkedIn-Webinarreihe, unseres Deep Dives über die Grundlagen, über Personal Digital Branding, über Social Selling, Content Strategie und Tools rund um LinkedIn. Morgen der dritte Teil von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Die Zoom-Links, es ist keine Anmeldung erforderlich, findet ihr auf meinem Blog. Wer im Anschluss auch gerne die Mitschnitte zugeschickt bekommen möchte, kann sich auf meinen Newsletter eintragen, datenschmutz.net/newsletter, und ihr bekommt dann Ende der Woche Zugang zu den vier Videos. Und damit bleibt mir nur mehr auf den 43. Linked Friday am Freitag zu verweisen. Ausnahmsweise nicht morgen, sondern in 3 Tagen. 1. Mai, Tag der Arbeit, hält uns natürlich nicht davon ab, ganz im Gegenteil, motiviert euch hoffentlich, eure liebsten Kontakte, eure geschätztesten Netzwerk-Kolleginnen und Kollegen zu markieren, zu empfehlen, poste mit Linked Friday taggen. Grafische Sujets, Fotos findet ihr, könnt natürlich auch selber was erstellen, aber ihr findet auch ausreichend Auswahl auf LinkedIn Friday.net. Freut mich sehr, wenn ihr diesen Freitag dabei seid. Ansonsten an dieser Stelle bleibt mir nur mal zu sagen, das war die 38. LinkedIn Show mit Datenschmutz. Wir sehen uns wieder nächste Woche, dann zur gewohnten Zeit am Donnerstag. Und nächste Woche werde ich ausnahmsweise keinen Gast bei mir haben, sondern das Motto der nächsten Woche lautet FAQ-Time, häufig gestellte Fragen. Ich werde einige Fragen beantworten, die mir immer wieder begegnen rund um LinkedIn. Wenn ihr etwas wissen möchtet, Formular auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show oder einfach eine Nachricht schreiben. Wo? Natürlich auf LinkedIn. Wir sehen uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Vielleicht sehen wir uns ja schon morgen beim Webinar oder im On-Point-Fazit-Stream zur vierten Runde wieder. So, und damit Ritschi raus.